liebe Gäste, auch für mich. Ich begrüße Sie heute in Lausnitz zu unserem Geheimtreffen. Wir haben deswegen extra die Gardinen nie zugezogen, um uns einer Überwachung nicht zu entziehen. Sie sehen ja, wie es wirtschaftlich zurzeit um Deutschland bestellt ist. Es geht jeden Tag mehr rückwärts und vorwärts. Das Fundament unseres Wohlstandes wird uns immer weiter entzogen durch die Fehlentscheidung der Bundesrepublik und nicht erst seit der Ampel. Die Kernkraftausstieg hat schon der Herr Kretschmer 2011 mitbeschlossen. Namentliche Abstimmung kann man nachlesen. 2015 die Grenzöffnung, CO2-Bepreisung und die ganzen Folterinstrumente, die da gekommen sind. Und da uns immer vorgeworfen wird, dass wir keine Ideen, wir würden immer nur rummeckern, haben wir ein 10-Punkte-Programm entwickelt, was wir machen würden, wenn wir Regierungsverantwortung übernehmen würden. Darf ich dich kurz korrigieren? Was wir machen werden, wenn wir Regierungsverantwortung übernehmen werden. Die meisten von euch kennen mich. Ich bin Timo Schreier, der Landtagsabgeordnete und auch der neue Kandidat für die nächste Wahlperiode. Ich habe heute als Referenten oder als Veranstalter unseren Carsten Hilse, unseren Bundestagsabgeordneten. Ich würde dir das Wort übergeben und mich verabschieden. Ist die Regierung rot, ist der Bürger in großer Not. Okay. Vielen Dank, mein Lieber. Ja, ich bin ziemlich überwältigt. Wie voll der Saal ist, eigentlich wären wir ja oben gewesen, aber hier ist bald Karneval und deswegen müssen wir ein bisschen enger zusammenrücken. Ein bisschen enger zusammenrücken in der Gesellschaft ist sowieso nichts Schlechtes, das ist gut. Wir haben das gelernt bei Corona und das war das einzige Gute an Corona, dass wirklich die Leute erstens zusammengerückt sind und zweitens ihren Widerstandsgeist irgendwie gefunden haben. Für alle diejenigen, die hier irgendwo in der Ecke sitzen, ich erzähle alles, was hier dran steht, sozusagen, erzähle ich sowieso. Das heißt, es ist also nicht schlimm, wenn Sie nicht sehen. Sie haben auch nette Leute um sich, also die können Sie auch anschauen. Gut, auch hier draußen, vielen Dank, dass ihr da Verständnis habt und euch da draußen platziert habt. Gut. Also. Genau. Also, wir haben aufgrund der hohen Zustimmungswerte, die wir nicht nur in Sachsen, in den Ostländern haben, sondern in der Zwischenzeit eben auch im gesamten Bundesgebiet. Wir sind so bei 23-24% im Bundesdurchschnitt. Natürlich bei uns in Sachsen und in Thüringen und in Brandenburg, wo die nächsten Wahlen sind, oder eigentlich in allen Ostländern sind wir jenseits der 30. Wir sind also mit Abstand in jedem Bundesland im Osten sind wir stärkste Kraft. Berlin zähle ich jetzt mal nicht dazu. Das ist eine westdeutsche Stadt, würde ich mal so sagen. Und das ist auch diejenigen, die dort länger verbringen müssen in Berlin, die wissen das. Das ist eigentlich ein Moloch. Grün-Rot regiert in der Zwischenzeit von der grün-roten CDU. Also es spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die merken das gar nicht, dass es da einen Regierungswechsel gab. Wir haben bei der letzten oder bei der vorletzten, muss ich eher sagen, bei der vorletzten Klausurtagung, das heißt, die Bundestagsfraktion trifft sich immer wieder mal alle halbe Jahre, wo wir dann bestimmte Dinge besprechen, die wir auf den Fraktionssitzungen nicht besprechen können. Wir nehmen uns dann einfach Zeit und haben dann dieses 10-Punkte-Programm für Deutschland beschlossen und haben gesagt, was werden wir als erstes tun? Wo klemmt der Schuh am meisten? Und deswegen haben wir quasi diese 10 Punkte aufgeschrieben, haben uns darauf geeinigt, abgestimmt, erarbeitet. Das heißt, dieses Sofortprogramm erhebt jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was wir alles tun werden. Aber das sind die ersten Schritte, die wir tun werden. Und wir werden anfangen in Sachsen und in Thüringen, wenn wir nach dem 1. September, so Gott und Volk will, sage ich mal,
die ersten beiden AfD-geführten Landesregierungen etablieren und dann werden bestimmte Dinge sofort durchgesetzt werden oder sofort, natürlich sehr, sehr schnell. Das Erste, was wir machen werden, wenn es denn soweit ist, werden wir natürlich den Medienstaatsvertrag nicht verlängern. Und dann Sachse oder kein Thüringer mehr Zwangsgebühren für linksrote und demokratiefeindliche teilweise Propaganda bezahlen müssen. Gut, für Sie zur Info, also für den Abend, der Vortrag geht ungefähr 35, 40 Minuten vielleicht und dann würde ich Sie bitten, mir und vor allen Dingen auch Timo, die Landtagswahlen stehen ja an im September, Fragen zu stellen, was interessiert Sie? Also ich habe immer gesagt, außer zu meinen Schlafgewohnheiten beantworte ich jede Frage und gehe mal davon aus, dass Timo das ganz genauso machen wird. Er hatte ja auch schon in der Zwischenzeit Erfahrung, fast 5 Jahre im Sächsischen Landtag. Gut, beginnen wir mal. Deindustrialisierung stoppen. Ich kann mich erinnern, dass ich, wenn wir vor 4 oder 5 Jahren, also in der letzten Legislaturperiode, mal von Deindustrialisierung gesprochen haben, dann haben die Verschwörungen haben die reingeschrien, die Linken, die Grünen, die SPD, also eigentlich der ganze linke Block, ne? Also von CDU über FDP, Grüne, SPD und Linke haben dann nochmal reingeschrien, Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie. Jetzt geben die es selber zu, dass Deutschland in einer Deindustrialisierungsphase ist. Immer mehr Unternehmen, selbst große Unternehmen, verlassen fluchtartig Deutschland vor dieser Regierung. Man muss aber auch immer dazu sagen, dass die Grundlagen für diese Politik, die die grün-rote Mehrheitsregierung jetzt durchzieht, hat die CDU begonnen. Fast alles, was jetzt wirklich klemmt, wo es wirklich dramatisch wird, waren alles, die CDU hat die Grundlagen dafür gelegt. Kernkraftausstieg, Kohleausstieg, das ist alles unter CDU-Regierungen quasi beschlossen worden. Wir werden unser Land aus der Rezession holen. Wir werden vor allen Dingen niedrige Energiepreise, das ist ja quasi mein Leib- und Magenthema, ich bin ja Klima- und energiepolitischer Sprecher, niedrigere Energiepreise, indem wir jedes verfügbare Kraftwerk quasi ans Netz nehmen werden und wir werden auch neue Kohlekraftwerke bauen. Wir werden neue Kernkraftwerke bauen. Wir werden quasi wegkommen von diesen ganzen Windindustrieanlagen, von diesen ganzen großflächigen Solaranlagen. Wenn sich jemand zu Hause auf sein eigenes Dach eine Solaranlage draufpackt, soll er das gern tun, soll er tun. Werden wir nie was dagegen haben, aber wir möchten nicht, dass sein Strom durch alle, durch uns alle mit subventioniert wird. Und gerade an solchen Tagen wie heute, wo es wirklich sehr windig ist, da verklappen wir unseren Strom und bezahlen dafür ans Ausland. Bezahlen dafür, dass die uns unseren Strom abnehmen, damit der quasi das Netz nicht destabilisiert. Und teilweise, nicht nur teilweise, sondern sehr viele Windräder werden bei solchen Windgeschwindigkeiten aus dem Wind gedreht, damit sie nicht produzieren. Die werden abgeschaltet und die kriegen trotzdem ihr Geld. Die kriegen trotzdem ihr Geld, als ob sie produziert hätten. Die Österreicher, die haben ein sehr gutes Geschäftsmodell entwickelt. Die nehmen von uns den Strom, wenn er richtig billig ist oder sie sogar noch was dafür bekommen, machen ihre Pumpspeicherkraftwerke das Wasser, das obere Becken voll und sobald bei uns wieder mal Windstille ist oder wenn es Nacht ist, wie jetzt zum Beispiel, dann verkaufen die uns den Strom teuer. Und das ist natürlich vollkommen absurd, Kernkraftwerke abzuschalten und dann Kernkraftstrom aus dem Ausland zu kaufen. Das hat selbst Angela Merkel, ich glaube im Jahre 2011 oder 2010, kurz bevor sie selber die Kernkraftwerke abgeschaltet haben, gesagt, es ist vollkommen lächerlich, quasi Kraftwerke abzuschalten, Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke abzuschalten und dann aus den gleichen Energiequellen dann letztendlich zu importieren. Die CO2-Abgabe werden wir ersatzlos streichen. CO2-Abgabe müssen alle die bezahlen, die gasförmige oder flüssige Kraftstoffe, also Gas, Öl, Benzin, Diesel und so weiter, muss die CO2-Abgabe bezahlt werden. Und man hat jetzt oder wird jetzt im Haushalt beschließen, dass die CO2-Abgabe nochmal nach oben geschraubt wird von 30 auf 45
Euro pro Tonne, sodass man, dass wir davon ausgehen, dass also Benzin circa 10 Cent nur durch diese CO2-Abgabe nochmal obendrauf teurer wird und Diesel circa 12,5 Cent. Wir werden die Bürokratie drastisch abbauen. Wir werden das EEG, streichen. Wir werden natürlich, wir sind eine Rechtsstaatspartei und deswegen sagen wir natürlich, geschlossene Verträge müssen eingehalten werden, aber wir werden kein neues Windrad mehr erlauben. Wir werden die Bedingungen für Windindustriegebiete so verschärfen, dass dass niemand mehr Lust hat, in Sachsen ein neues Windrad zu bauen. Zum Beispiel, einige, die vielleicht sich da auskennen, wissen, dass die Betreiber von solchen Windindustrieanlagen meistens GmbHs sind. Die haben ein Einlagevermögen von 20.000, 25.000 Maximum und der Rückbau von so einer Anlage kostet 150, 200, 300, 400.000 Euro, je nachdem, wie groß das Ding ist. Und wir werden dafür sorgen, dass sozusagen die Rückbaukosten vorher auf dem Sperrkonto draufgelegt werden. Dann werden wir verlangen, dass die Bürger vorher befragt werden. Es ist also ein zwingend wird das kommen, dass also die Bürger gefragt werden müssen und der Stadtrat, die Gemeinde, die muss sich dann an dieses Bürgervotum auch halten. Ganz wichtig, im Moment wird gerade darüber diskutiert, die Schuldenbremse zu lockern. Das heißt, den Sozialisten, das ist immer so, das haben schon einige gesagt, Margaret Thatcher hat es gesagt, die EU wird sterben, wenn der EU das Geld der Deutschen ausgeht. Und deswegen wollen wir natürlich auch, aber das kommt später, wollen wir natürlich aus der EU austreten, aber nicht nur aus der EU austreten, wir wollen quasi einen neuen Verbund von europäischen Staaten, freien, souveränen europäischen Staaten, die nur noch auf wirtschaftlicher Grundlage quasi zusammenarbeiten. Das wollen wir und das werden wir auch durchziehen. Frau Weidel hat das jetzt in einem Interview mal ganz klar gesagt, wir werden so wie das in Großbritannien passiert ist, ein Referendum abhalten und wenn die Menschen sich dann dafür entscheiden, aus der EU auszutreten, dann sind wir draußen. Und das ist auch gut. Wir geben mehr als 10 Milliarden aus verschiedenen Ressorts, summiert sich das dann 16,5 Milliarden Euro, geben wir allein für Entwicklungshilfe aus. Und da kommen solche Absurditäten zustande, wie zum Beispiel, 300, das werden Sie wahrscheinlich alle gelesen haben, 300 Millionen für den Radwegeausbau in Peru. Was geht uns das an? Was geht uns der Radweg? In Peru fährt sowieso niemand mit dem Rad. Also, muss ich sagen. Also die, wenn dann mit dem Esel oder mit dem Auto. Genau. Werden wir drastisch zurückfahren. Wir werden keine Klimapolitik machen. Wir wissen, dass das Klima ist ein natürlicher Prozess seit hunderten Millionen von Jahren und das CO2 hat keinen Einfluss auf den Klimawandel. Und selbst wenn es so wäre, dass diese Hypothese, diese absurde Hypothese stimmt, dann würden wir, wenn Deutschland von heute auf morgen kein einziges Gramm CO2 mehr ausstoßen würde, die hypothetische Erderwärmung um 0,00056 Grad verringern. Für diese 0,00056 Grad Millionen Arbeitsplätze zu vernichten, Milliarden, wir sind im Moment schon bei 1 Billion, was die Energiewende seit 2000 gekostet hat. Unwahrscheinlich. Für nichts, für gar nichts. Genau, Nord Stream 2, Nord Stream wollen wir reparieren. Wir müssen gucken, wie hoch die Kosten sind, das ist egal. Wir wollen erstmal den einen Strang von Nord Stream 2, würden wir sofort in Betrieb nehmen. Herr Putin hat im November nochmals gesagt, ich kann euch 25 Milliarden Kubikmeter im Jahr liefern. Ihr müsst einfach nur anrufen. Olaf, ruf an und morgen kommt das Gas. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber wir werden Nord Stream 2 reparieren. Jedwede Sanktionen gegen Russland sofort streichen, sofort zurücknehmen. Diese Sanktionen. Die geht ja seit 2014, seitdem dort auf der Krim ein Referendum stattgefunden hat und die Menschen dort, 95% haben sich dafür entschieden, sich von der Ukraine zu lösen. Und dann gab es natürlich einen Beschluss, sich an Russland anzuschließen. 95%. Und wenn das mal nicht ein Volkswille ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, wir werden
Kernkraftwerke reaktivieren, die wir reaktivieren können. Das sind im Moment laut Studie 8 Stück. Das wären schon mal 8 Gigawatt. Das ist mehr als Wind und Sonne an den meisten Tagen im Jahr zusammen produzieren. Wir könnten sowieso, ich habe es mal ausgerechnet, was denn im letzten Jahr Wind und Sonne wirklich produziert haben. Es geht nicht nach der Nennleistung. Nennleistung ist meistens, was weiß ich, hier 5 Megawatt und leisten tun sie vielleicht 0,5, 0,8. Also der wahrscheinlichste Zustand und der Zustand, den ein Windrad meistens hat, ist, dass es steht. Das ist sozusagen, also rein statistisch ist es so, dass das Windrad am meisten sozusagen der Zustand ist, am meisten, dass es steht. Werden moderne Kernkraftwerke bauen? Ich gehe nachher gerne mal darauf ein, wenn jemand da interessiert ist, wahrscheinlich die jungen Leute, auf sogenannte Flüssigbrennstoffreaktoren, also Reaktoren der Generation 4. Würde ich dann nachher, wenn es jemanden interessiert, ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wir werden die Energiewende komplett beenden. Es wird niemand mehr irgendwelche Subventionen bekommen, außer natürlich die Verträge, die müssen, sag ich mal, natürlich eingehalten werden. Oder wir werden dann unter Umständen eben Ausgleichszahlungen machen. Aber wir wollen nicht, dass unsere Kulturlandschaften weiter mit Windrädern vollgestellt werden, dass Wald abgeholzt wird für Windräder, für großflächige Solaranlagen. Da ist zum Beispiel jetzt ein Gebiet in Brandenburg, da mehrere Hektar, zig Hektar sollen das abgeholzt werden. Und dann sollen die dort Solaranlagen bauen. Selbst Reinhard Messmer, ganz genau, der hat gesagt, es bringt nichts, wenn wir Anlagen hinstellen, die eigentlich die Natur schützen sollen und genau das Gegenteil machen. Und es gibt so viele Leute, so viele Bürgerinitiativen möglicherweise, die sich gegen diese Verhandlung mit Windrädern aussprechen, die dagegen kämpfen. Laut NABU ca. 200.000 Vögel und 200.000 Fledermäuse killen diese Vogelschredder jedes Jahr. Gut, Verkehrswende werden wir auch beenden. Es wird niemand dazu gedrängt werden oder, sag ich mal, motiviert werden, sich ein E-Auto zu kaufen. Das will sowieso niemand haben. Und ich gehe mal davon aus, dass innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre die E-Auto-Produktion in den deutschen Konzernen auch zum Erliegen wird kommen. Weil das einzige Argument, was sie hatten, sozusagen sich ein E-Auto zu kaufen, das ist bei Dienstwagen, dass sie da sozusagen eine höhere Erstattung bekommen und dann natürlich die Steuerbefreiung, das ist ja alles weg. Und jetzt sind die natürlich komplett in Panik, die Automobilhersteller, und haben jetzt Wahnsinnsrabatte quasi auf diese Autos gegeben, aber die werden einfach, ist so meine Prognose, obwohl Prognosen schwierig sind, wenn sie in Zukunft reichen, werden die einfach abverkaufen, das was sie produziert haben, und dann werden sie einfach aufhören. Also bin ich überzeugt davon, weil es einfach nichts bringt. Strom- und Energiesteuer auf ein Minimum senken. Wir leisten uns, oder beziehungsweise man drückt es uns auf, wir haben ein Vielfaches der Energiesteuer sozusagen, die in ganz Europa bezahlt wird. Wir haben die höchsten Energiesteuer, wir haben sowieso die höchsten Steuern in ganz Europa, wir haben die höchsten Energiepreise, wir haben die höchsten Abgabenlast. Das Einzige, was bei uns am niedrigsten ist, sind die Renten. Und da kommen wir nochmal mit drauf. Solidaritätszuschlag wird ersatzlos gestrichen, brauchen wir nicht mehr. Pendlerpauschale wollen wir sofort auf 50 Cent erhöhen, weil wir können niemanden dafür bestrafen, dass er quasi nicht in seiner Nähe einen Arbeitsplatz bekommt, sondern dass er dann eben auch fahren muss. Er muss einfach fahren. Und dann wollen wir diese Pendlerpauschale auf 50 Cent erhöhen. Übrigens, mit einem Agrardiesel, ne? Also weil ich gerade Pendlerpauschale lese, das sind keine Subventionen. Wir erzählen immer, das sind Subventionen. Das sind keine Subventionen, das ist nichts anderes als die Pendlerpauschale, die der normale Bürger bekommt, wenn er auf Arbeit fährt, also vergleichbar zumindest. Sie bekommen einfach zu viel erstattete Steuern, bekommen sie zurück. Mehr Freiheit, weniger Steuern, Bürger und Unternehmen. Wir wollen Bargeld als Zahlungsmittel, wollen wir festschreiben. Wir wollen nicht diese dramatische und desaströse Entwicklung mit irgendwelchen Giralgeld, wenn jemand das möchte, wenn jemand nur noch mit Karte bezahlen will, nur noch mit Kreditkarte bezahlen will, wenn er überhaupt kein Bargeld mehr in der Tasche haben will, soll er es tun. Aber wir wollen das erhalten, wir wollen das Bargeld erhalten, weil Bargeld ist Freiheit. Wenn Sie sozusagen nur noch, wenn Sie kein Bargeld mehr haben, sind Sie der gläserne Mensch, Sie können alles, die Leute können Sie überwachen, wofür Sie Ihr Geld ausgeben, was Sie für Bücher kaufen, was Sie für Filme schauen und so weiter und so fort. Und wenn Sie dann sozusagen
aufmüpfig werden. Wenn sie dann aufmüpfig sind, dann kann man ihnen einfach das Geld, den Geldhahn zudrehen. Und das wollen wir nicht. Bargeld ist Freiheit und deswegen ist dieses Bargeld natürlich denjenigen, die diesen Great Reset hier voranbringen wollen, ein großer Dorn im Auge. Und wie ich schon gerade gesagt habe, erstmal die EU-Beiträge reduzieren und dann sind wir immer noch dabei, dass wir sagen, okay, vielleicht finden wir Verbündete, um diese EU wieder von diesem Bürokratiemonster Moloch, sage ich jetzt mal, zurück zu reformieren auf das, was wir wollen. Also ein, wie es früher das EWG war, also Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, dass die Leute natürlich zusammenarbeiten, dass sie natürlich einen Binnenmarkt gibt, aber jedes Land muss frei zum Beispiel darüber entscheiden können und die Ungarn nehmen das für sich in Anspruch, wie viele Migranten auch ich aufnehme. Und Viktor Orban hat gesagt, ich nehme keinen einzigen muslimischen Migranten auf. Und das würden wir dann letztlich jedem selbst überlassen. Und aber weil wir gerade bei dem Thema sind, selbstverständlich ist jeder, der hierher kommt, der unsere Art zu leben, der sich selbst akzeptiert und sich einbringt, der sozusagen einen positiven Beitrag zur Entwicklung unserer Gesellschaft leistet, der ist hier willkommen, der kann hier arbeiten. Aber jeder, der nur herkommt und sich in die soziale Hängematte zu legen, der kann wieder nach Hause gehen. Und der muss auch wieder. Das ist selbstverständlich. Und natürlich Straftäter. Wer eine schwere Straftat begeht, der hat hier nichts zu suchen. Ich war in Dubai bei der Klimakonferenz. Und in Dubai ist es so, die kriegen dort Arbeitsverträge, die haben sehr viele Gastarbeiter. Wenn dort einer eine Straftat begeht, fliegt er sofort raus und wird registriert als nicht mehr, dass er nicht mehr einreisen kann. Er darf nicht mehr sein ganzes Leben lang nie wieder nach Dubai einreisen. So etwas brauchen wir ja. Was ist hier los? So, direkte Demokratie. Ich gehe davon aus, es ist unüblich heutzutage, das weiß ich, Programme zu lesen. Parteiprogramme zu lesen, man kann auch zu dem Abgeordneten kommen und sich das erzählen lassen. Aber derjenige, der unser Grundsatzprogramm gelesen hat, der weiß gleich im Kapitel 1, also an erster Stelle steht direkte Demokratie. Volksabstimmung auf Bundesebene, wie es letztendlich in der Schweiz auch ist. Dort können die Schweizer nämlich Gesetze, die ihnen nicht gefallen, die schädlich sind für sie, die können sie einfach in einer Volksabstimmung zurücknehmen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher. Das ist keine Wahrscheinlichkeit, es ist hundertprozentig sicher, das Heizungsgesetz würde sofort wieder abgewählt werden. Bin ich mir sehr sicher. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass zum Beispiel, wenn es damals eine Volksabstimmung gegeben hätte zum Euro, niemand, ja, also vielleicht 10%, sich dafür ausgesprochen hätten, die D-Mark abzuschaffen und dafür so eine desolate Währung einzuführen. Also, Volksabstimmung auf Bundesebene. Dazu müssen wir natürlich das Grundgesetz nicht ändern. Also es gibt verschiedene Meinungen. Es gibt Juristen, die sagen, eigentlich steht schon drin im Artikel 20. Andere sagen, nee, man muss das Grundgesetz ändern. Ich persönlich habe mich mit denen unterhalten, die sagen, das steht schon drin. Da steht eben Abstimmungen drin und man müsste dann letztendlich nur noch ein Durchführungsgesetz dazu erlassen und das kann man mit einfacher Mehrheit machen. Braucht man die Sozis nicht dazu. Gut, verheerende Migrationspolitik sofort beenden. Es muss sofort, wir müssen erstens, das können wir schon auf Landesebene machen, wenn wir also eine Landesregierung etablieren, eine AfD-geführte, würden wir natürlich eine Bezahlkarte einführen. Wir würden keinem Migranten mehr, ich bin natürlich ein Taschengeld, so menschlich sollte man sein, denen auch ein Taschengeld zu geben. Aber ansonsten, also diese ganzen Mengen an Geld, dieses ganze Bürgergeld, was letztendlich zu großen Teilen ins Ausland transferiert wird, das gibt es dann nicht mehr. Die kriegen einfach eine Bezahlkarte, davon können sie sich bestimmte Sachen kaufen, aber sie können sozusagen nicht damit Geld abheben und dann ins Ausland schicken. Es ist sogar so absurd,
dass die Stelle, die das Geld auszahlt, sich nicht weigern darf, das auf ein Konto im Ausland zu überweisen. Das heißt, sie können sozusagen das Geld sofort ins Ausland transferieren. Und natürlich gibt es, also das verdichtet sich. Also ich habe jetzt zum Schluss immer gesagt, ja, ich weiß es nicht genau oder man weiß es nicht genau, aber es verdichtet sich wirklich, dass das einige Ukrainer oder nicht wenige Ukrainer es wirklich so machen, kommen hierher, holen dieses Geld ab, fahren zurück, leben dort. Die Polen haben es ziemlich gut gemacht. Die Polen haben sozusagen die ukrainischen Weihnachtsurlauber nicht wieder zurückgelassen. Wer in Urlaub fahren kann, der ist in diesem Land auch sicher. Bin ich mir sehr sicher. Und in der Ukraine ist im Osten ist Krieg. Ja, da ist Krieg. Aber das Land ist so groß, es ist, wenn die mal wirklich in die EU kommen würden, wäre es das größte Land, flächenmäßig größte Land in der EU. Und das Land ist so groß, dass sie wirklich überall unterkommen könnten. Die müssen nicht in Deutschland sein. Und dass sie Bürgergeld kriegen, vom ersten Tag an das, was jemand bekommt, unter Umständen, weil er vielleicht zu wenig verdient hat, nach 45 Arbeitsjahren, ist ein Skandal. Das ist ein absoluter Skandal. Selbstverständlich werden wir die Grenzen schützen. Es gibt Gesetze in Deutschland, wo drin steht, wie man einreisen kann in Deutschland. Man braucht einen Pass, ein Visum. Und es gibt genügend, die hierher kommen, die einfach nichts davon haben. Die sagen einfach nur das Wort Asyl, das haben sie irgendwo gelernt. Und dann sind sie für viele, viele Jahre hier, weil es dann einen Prozess gibt. Man klagt dann gegen die Abschiebung und so weiter und so fort. Dann gibt es Duldungen und so weiter. Das wäre zum Beispiel mein Plan, wenn ich damit eingebunden werde in die Planung in der Regierung, ein sogenanntes Remigrationsministerium einführen. Dieses Remigrationsministerium wird sozusagen verantwortlich sein für alles, was letztendlich genau ab dem Zeitpunkt, wo der Asylantrag quasi negativ beschieden wurde, werden die alles damit machen. Die werden dafür verantwortlich sein, das werden wir dann natürlich ein bisschen investieren müssen. Wir werden quasi Abschiebehaftanstalten, nenne ich es jetzt mal. Abschiebehaftanstalten, die gibt es ja jetzt auch schon, aber sehr, 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 sehr wenige. Und dann ist quasi die Zeit, wo man da drin verbringen darf, oder wie lange man ihn festhalten darf, ist also sehr stark begrenzt. Wir werden sozusagen jeder, dessen Asylantrag quasi abgelehnt wird, wird quasi sofort in die Verantwortung zu diesem Remigrationsministerium gehen. Und die werden sich um alles kümmern, um das Abholen, um das Unterbringung bis zur Abschiebung bzw. bis zur Zurückführung und dann auch die Rückführung selber durchführen. Und natürlich ist der Begriff, und deswegen versuche ich den auch nicht zu verwenden, Abschiebung, das haben die natürlich schon mit Bedacht gemacht. Also die Sozis und die Kommunisten machen alles mit Bedacht. Abschiebung hört sich schlecht an, hört sich unmenschlich an. Deswegen sagen die Österreicher auch zum Beispiel ausschaffen, ich sage zurückführen, Remigration. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat übrigens seine Definition für Remigration, können Sie mal nachlesen, geändert. Ich glaube, am 17.01. Haben dann quasi erst richtig geschrieben, Remigration ist, wenn jemand immigriert, dass er dann quasi in seine Heimat zurückkehrt. Das ist einfach Remigration, was anderes ist es nicht. Das ist keine Deportation, das ist einfach, er geht zurück, wo er hergekommen ist. Und jetzt haben sie quasi die Definition nochmal mit einem weiteren Hinweis versehen, dass eben Remigration von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten quasi missbraucht wird und deswegen jetzt auch eine ganz andere Bedeutung hat. Und natürlich werden wir straffällig gewordene Migranten sofort zurückführen. Und das muss auch, das werden... Mal gucken, wie man das gestalten kann. Dann muss man sich mit Juristen unterhalten, dass der Richter bei der Verurteilung einer schweren Straftat, dass er schon sagt, okay, und der Kollege bestimme ich jetzt im Urteil, wird abgeschoben. Es ist nämlich jetzt
es so, dass der zum Beispiel bei einer schweren Straftat verurteilt wird und dann erst sozusagen muss das Ausländeramt dann wieder arbeiten, die großen bürokratischen Mühlen müssen angeworfen werden und dann wird er vielleicht irgendwann abgeschoben. Und auch Leute, die zum Beispiel, es gab ja einige Gerichtsverhandlungen von Leuten, die hier sind, die beim IS waren, die dort wirklich bestialische Straftaten begangen haben und die wurden hier verurteilt und sitzen jetzt im deutschen Knast. Das gibt es bei uns nicht mehr. Die werden zurückgeführt und dann können die dort sozusagen vor ihrer eigenen Gerichtsbarkeit, gibt es Tatortprinzip, abgeurteilt werden und dort sind sie mit Sicherheit nicht in einem Wohlfühlknast. Also das finde ich sehr, sehr gut. Ich meine, man kann es auch immer wieder nur wiederholen. Wer hier eine schwere Straftat begeht, hat sein Gastrecht verwirkt, der muss gehen. Das ist so. Und zum Beispiel, ein Beispiel nur aus der ganzen großen Kriminalstatistik. Gruppenvergewaltigung gab es bis 2015 praktisch nicht. Da gab es mal eine oder zwei im gesamten Bundesgebiet, im gesamten Jahr. Also ich war Polizist, ich weiß das. Und seit 2015 ist das konsequent angestiegen und im letzten Jahr gab es zwei, und jetzt stellt euch das vor, 5, 6, 7, 8 Leute über ein junges Mädchen, meistens sind es junge Mädchen, drüber, die es für ihr ganzes Leben traumatisiert. Und heutzutage haben wir, also im letzten Jahr, 2 Gruppenvergewaltigungen pro Tag. So viele. Es gibt dann einige, die sagen, okay, die würde ich ganz anders bestrafen, aber das diskutieren wir hier nicht aus. Gut. Und dann würden wir natürlich Einbürgerungen müssen, hohe Hürden. Also im Moment wird ja quasi dieses, Einbürgerungserleichterungsgesetz, also die erfinden ja immer schöne Namen. Das heißt, normalerweise konnte man nach 8 Jahren eingebürgert werden, das haben sie jetzt verkürzt auf 5 Jahre. Oder dann sozusagen in besonderen Fällen sogar auf 3 Jahre. Nach 3 Jahren hat sich niemand hier irgendwo bewiesen, dass er zu unserer Gesellschaft gehört. Also da würde ich also auch schon eher das Schweizer Modell, also die brauchen da wirklich lange, ehe man da eingebürgert wird. Die schaffen sich ihre eigenen Wähler, ja. Mit den 2 Pässe. So. Gut. Wir werden, man hat ja sehr lange, das wissen Sie, haben Sie wahrscheinlich mitbekommen, ja, die AfD hat kein Rentenprogramm. Keine Partei hat ein Rentenprogramm. Keine. Jetzt haben wir eins, seit circa, also mehr als einem Jahr, und seitdem spricht niemand mehr darüber, ob irgendjemand ein Rentenprogramm hat. Und natürlich wollen wir erstens, dass man nach 45 Jahren abschlagsfrei, egal wie alt man ist, in Rente gehen kann. Und selbstverständlich ist es ein Unding, dass man die Rente besteuern, dass die Rente besteuert wird. Das ist ein Unding. Weil derjenige, der kriegt doch diese Rente nicht geschenkt, sondern der hat sie sich hart erarbeitet und hat sein Leben lang Steuern bezahlt auf dieses Geld, was er da verdient hat. Und das Problem ist, also es gibt ja, wir haben ja sowieso den höchsten Steuersatz. Wir haben den höchsten Steuersatz in Europa. Aber wenn man alles zusammenrechnet, wenn Sie noch dazu rechnen, also Sie haben sozusagen auf Ihren Lohn, bezahlen Sie eine Einkommensteuer, eine Lohnsteuer, aber wenn man alles zusammenrechnet, wo Sie noch überall Steuern bezahlen, Biersteuer, Kaffeesteuer, auf diese Biersteuer, Kaffeesteuer, noch die Mehrwertsteuer und so weiter und so fort, dann kommen wir bei 75% raus. Da kommen wir bei 75%, was wir nur dem Staat bezahlen. Und ich sag mal so, natürlich müssen die Steuern gesenkt werden. Wenn der Staat dann wenigstens mit diesem Steuergeld etwas Vernünftiges machen würde, wenn er die Infrastruktur ausbauen würde, wenn sozusagen Kita-Essen frei, wenn die Brücken, die maroden Schulhäuser, Schulgebäude saniert würden, dann könnte man das noch irgendwie nachvollziehen. Aber nur um das Geld dann zu verschleudern für irgendwelche ideologischen Projekte oder in die ganze Welt zu verschenken, also das wollen wir auf jeden Fall. Selbstverständlich
Selbstverständlich muss das Steuerniveau schrittweise erhöht werden. Das geht aber nicht, selbstverständlich nicht über Nacht, weil letztendlich muss die Rente letztendlich auch erarbeitet werden. Und deswegen steht in unserem Renten- und Sozialpaket, quasi wie wir es genannt haben, glaube ich, steht drin, dass wir natürlich einen großen Fokus auf die Familienpolitik legen. Weil wenn es niemanden gibt, der arbeitet, wenn es niemanden gibt, der quasi Rente, sag ich mal, Steuern bezahlt oder Rentenbeiträge bezahlt, dann ist es natürlich klar, dass man keine hohe Rente ausbezahlen kann. Das ist vollkommen klar. Deswegen ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns. Wir wollen Familien fördern. Wir wollen, da komme ich noch dazu. Gut, okay, alles klar. Also manchmal kommt es ein bisschen durcheinander, aber das ist ja alles letztendlich miteinander verflochten. Gut. Die Bundespolizei muss natürlich... mit Mitteln, also von der Stärke her, mit den Mitteln ausgestattet werden, dass sie die Grenzen sicher schützen können. Und wenn es nach mir geht, steht nirgends, ist nur meine persönliche Meinung. Ich würde das Ding auch wieder in Bundesgrenzschutz umbenennen, weil das ist nämlich die Aufgabe der Bundespolizei im Moment. Und dann kann man das auch beim Namen nennen. Das hat man damals gesagt, offene Grenzen und so weiter. Können wir keinen Grenzschutz machen. Ich würde die wieder Bundesgrenzschutz nennen. Und dann natürlich, die müssen die Bundesgrenze schützen. Man hat immer gesagt, ja, das ist zu lang, die Strecke kann man nicht schützen. Und gleichzeitig hat, glaube ich, Siemens, ich weiß gar nicht, wer es war, die haben einen riesengroßen Zaun in Ägypten gebaut. Also der ist ungefähr 2 oder 3 Mal so lang gewesen, der Grenzzaun. Es ist alles möglich, Man muss es letztendlich nur wollen. Plankriminalität, konsequent abschieben, Extremismus jeglicher Art bekämpfen. Jedes Mal, wenn ich in Berlin stehe und dann gibt es irgendwie eine innenpolitische Debatte, dann erzählen die gebetsmühlenartig, der Rechtsextremismus ist der gefährlichste Extremismus in Deutschland. Und wenn Sie aber in die Kriminalstatistik reinschauen, dann sind die meisten Straftaten, weil Sie eben sagen, die Straftaten sind nach oben gegangen, also die Anzahl der Straftaten natürlich, die meisten Straftaten in Richtung rechts sind verbale Straftaten, Beleidigungen. Aber von Linksextremismus und von den Islamisten, da geht es um Gewalttaten. Da geht es darum, anderen den Kopf einzuschlagen. Da geht es darum, Leute zu verprügeln und so weiter. Und wir sehen gerade eine sehr gefährliche Entwicklung, denen schwimmen die Fälle weg. Und deswegen machen sie so einen Hype. Deswegen werden quasi Demonstrationen organisiert von NGOs. Das heißt eigentlich Nichtregierungsorganisationen. Diese Nichtregierungsorganisationen werden aber finanziert von der Regierung. Deswegen sind es eigentlich Regierungsorganisationen. Und wenn dann der Bundeskanzler und unsere Außenlapalänchen da auf diesen Demonstrationen auftreten, dann ist natürlich klar, dass sie gesteuert sind. Das ist auch so, dass sie gesteuert sind. Und Herr Professor Bolz heißt er wohl, der hat gesagt, das ist natürlich... Wo gibt es das sonst noch in einem Industrieland, in einem demokratischen Land, wo quasi die Bevölkerung aufgefordert wird, für die Regierung zu demonstrieren? Das kenne ich nur aus der DDR. Ich war bei der Wende 26, ich habe also DDR 6 bewusst miterlebt. Und da hat man Probleme bekommen, wenn man nicht zur Demonstration gegangen ist. Und heutzutage ist es schon wieder so weit, dass selbst die Eltern die Lehrer, die Kinder zu diesen Demonstrationen schicken, ja, No Education Friday, Fridays for Future, Extinction Rebellion, irgendwas, da kriegen die, und die kriegen einen Eintrag, wenn sie es nicht machen. Dann ist das Schulschwänzen, das kann nicht wahr sein. Gut, also wir leben in einem verrückten Land im Moment, aber wir werden es wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Wir werden eine Außenpolitik durchsetzen, die nur deutsche Interessen vertritt. Es wird keinen sozusagen feministische, ideologische Plapperlähmchen Außenpolitik geben, sondern es wird jeder Schritt, den wir im Ausland tun, der ist darauf ausgerichtet, deutsche Interessen zu vertreten. Und es ist nicht im deutschen Interesse, dass in der Ukraine Krieg geführt wird. Es wäre im deutschen Interesse, anstatt Waffen Diplomaten hinzuschicken, um die Leute an den Verhandlungstisch zu bringen, um wenigstens erstmal einen Waffenstillstand und dann den Krieg zu beenden. Das ist im deutschen Interesse und das wird die AfD tun.
gut, eine starke Bundeswehr. Klar, wenn Sie letztendlich, wenn Sie souverän sein wollen, wenn Sie frei sein wollen, dann brauchen Sie auch eine starke Armee. Das ist heutzutage eben so, das ist Realität. Trotzdem werden wir, nicht trotzdem, sondern wir werden die Bundeswehr ertüchtigen, für, nicht für den Krieg, sondern für die Verteidigung. Und das ist das auch, was die Bundeswehr zu leisten hat, so steht es im Grundgesetz, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Und nicht Verteidigung am Hindukusch, in Mali oder irgendwo anders, sondern die haben hier zu sein und hier sozusagen Deutschland zu verteidigen. Gerne auch. Gerne auch im Katastrophenfall eingesetzt werden. Das passiert, das ist überall so und das ist üblich so und das ist auch gut so. Aber also ich zum Beispiel habe noch nie einem Auslandseinsatz, das muss immer namentlich abgestimmt werden, können Sie nachschauen, noch nie einem Bundeswehr-Auslandseinsatz zugestimmt. Noch nie. Weil die Deutschen haben in Deutschland ihr Land zu verteidigen und nicht irgendwelche Interessen, zum Beispiel Mali. Mali war ganz typisch. Jeder wusste, dass in Mali letztendlich nur quasi die Uranproduktion für Frankreich abgesichert wurde. Nichts anderes war. Und das ist nicht in unserem Interesse. Und es ist auch nicht immer nur in unserem Interesse, uns sozusagen Leute zum Feind zu machen, die eigentlich gar nicht unser Feind sind. Also der ganze relativ nahe Osten, also Irak, Iran, also das Persische Reich rundherum, Afghanistan, das waren immer gute Handelspartner von Deutschland, vom Kaiserreich an. Also gab es sehr gute Beziehungen. Also da haben die Deutschen dort Bahnstrecken gebaut, die haben Brücken gebaut und so weiter und so fort. Wir hatten immer gute Beziehungen. Und plötzlich reihen wir uns ein in die Koalition der Willigen und rennen mit den Amerikanern dort rein, machen alles nieder und natürlich hassen die uns jetzt genauso. Das ist doch vollkommen klar. Also der Amerikaner braucht dort unten, ich möchte nicht weiter. Und das, wer hat es als letztes gesagt? Ich glaube, Oskar Lafontaine. Manchmal sagt er auch was Gutes. Sagt er, die Deutschen sind letztendlich nur noch Vasallen der Amerikaner. Und die Amerikaner sind aus dem. Die Amerikaner sind auf dem absteigenden Ast. Sie haben das noch nicht realisiert. Oder sie wollen es nicht realisieren, dass es nicht mehr eine Großmacht gibt, was die Amerikaner in den letzten, sagen wir, 30, 40, 50 Jahren gewesen sind. Sondern es gibt andere Kräfte, die letztendlich aufsteigen und der Amerikaner versucht jetzt sozusagen seine Position zu verteidigen, will weiter die einzige Weltmacht bleiben, aber sie schaffen es nicht. Das werden sie nicht schaffen. Es wird eine sogenannte multipolare Welt sein und nicht eindimensional. Es wird nicht eine Weltmacht geben, es wird mehrere geben. Und dann muss man sich einigen und dann muss man mit allen irgendwie gute Handelsbeziehungen, Freundschaften gibt es unter Staaten nicht, Freundschaften kann es unter Völkern geben. Zwischen Staaten kann es quasi ein Verhandeln auf Augenhöhe geben, es ist ein Handel auf Augenhöhe und Respekt gegenüber dem anderen. Und deswegen ist, ich sage es immer wieder mal, ein Patriot hasst nicht andere Länder, sondern ein Patriot liebt sein eigenes Land. Und nur wenn man sein eigenes Land liebt, dann kann man auch dem anderen sozusagen zugestehen, dass er sein Land liebt. Das ist doch vollkommen klar. Aber wenn ich mein Land hasse, wie die Herr Habeck und Co., Vaterlandsliebe zum Kotzen und so weiter und so fort, Gauck, der hat gesagt, ich schäme mich für mein Land. Wie kann man sowas als Bundespräsident sagen? Selbstverständlich schäme ich mich dafür, was Deutsche in diesen dunklen 12 Jahren gemacht haben. Schäme ich mich dafür. Aber ich habe keine Verantwortung dafür. Ich habe das nicht gemacht und ich bin auch nicht schuld daran. Die ganzen links-grünen Woken, irgendwas, die wollen letztendlich, dass wir unser Land genauso hassen wie die. Und das tun wir nicht. Das werden wir niemals tun. Wir lieben unser Land und wir wollen unser Land so haben, dass jeder frei leben kann, dass jeder sich selbst entscheiden kann, was mache ich, welchen Beruf ergreife ich, lebe ich allein, lebe ich verheiratet, meinetwegen auch mit einem Mann, das ist mir egal, der kann im Schlafzimmer machen, was er will. Ich gehe da mal
ich sag mal, dieses alte Zitat, jeder nach seiner Fassung, hat der alte Fritz schon gesagt. Und wenn er das im Schlafzimmer macht, ist es mir vollkommen egal. Ich will bloß nicht von ihm belästigt werden. Und ich will auch nicht, dass meine Kinder das nicht sind. Kommen wir zur Familienpolitik. Einer der wichtigsten Bausteine in einer Gesellschaft, weil natürlich eine gesunde Familie, gesunde Gesellschaft sind. Wir möchten erstens ein Erziehungsgeld für Eltern und Großeltern einführen. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, ich möchte, ja, selbstverständlich. Also sehr oft, ich gehe mal davon aus, dass... Kann ich die Rente oft besser? Da haben Sie Enkel, ja? Ja, jede Menge. 12. Jede Menge. Oh, 12. Heißt doch. Und ich gehe davon aus, dass Sie Ihre Enkel nicht selten, sondern regelmäßig betreuen. Naja. Manchmal. Aber es gibt Familien. Es ist doch aus meiner Sicht, ich meine, es ist natürlich schön, ein Kind in den Kindergarten zu bringen. Aber ich muss selber entscheiden können, bringe ich es in den Kindergarten, erziehe ich selbst die ersten 3 Jahre, gebe ich es meinen Eltern in die Obhut und dann muss das natürlich auch mit einem sogenannten Erziehungsgeld honoriert werden. Dann wollen wir ein sogenanntes Familiensplitting einführen. Im Moment gibt es ein sogenanntes Ehegattensplitting. Wir wollen Familiensplitting und ich erkläre es Ihnen ganz kurz, was es bedeutet. Vater, Mutter gehen arbeiten, die haben 3 Kinder und dann würden wir sozusagen das gesamte Einkommen durch 5, nicht durch 2, sondern durch 5 teilen. Und jeder dieser Familie, egal wie alt er ist, kriegt dann so einen sogenannten Freibetrag und erst der Rest wird dann versteuert. Das heißt, diejenigen, die also sich dafür entscheiden, Kinder zu haben, Kinder großzuziehen, ist ja auch eine sehr schöne Sache. Macht ja auch Spaß, macht auch manchmal auch graue Haare, aber es macht auch Spaß. Und dass die sozusagen dann nicht schlechter gestellt sind, als diejenigen, die keine Kinder haben wollen. Wir werden die Kinderzahl natürlich bei der Einkommensteuer berücksichtigen und wir werden kinderreiche Familien erheblich entlasten. Und wir werden, das kennen einige von Ihnen oder die meisten, wenn ich so in die Runde gucke, ein zinsfreies Familiendarlehen einführen, was sozusagen, wo die Rückzahlsumme mit jedem geborenen Kind abschmilzt. Keine schlechte Idee und der Viktor Orban macht das auch. Viktor Orban hat das also genauso eingeführt und wir wollen das auch. Wir möchten eine Gesellschaft, in der Kinder willkommen sind. Und vor allen Dingen möchten wir sozusagen das gesellschaftliche Klima gegenüber Kindern wollen wir verbessern. Jetzt ist es so, gehen Sie mal durch eine westliche Stadt. Und dann gehen Sie, sag ich mal, Sie haben 3 Kinder und gehen mit diesen 3 Kindern. Dann werden Sie angeschaut, als ob Sie irgendwie soziales, niedriges Niveau, asozial und so weiter. Und das war, zu meiner Zeit war das noch anders. Also als ich bei mir so ein Club war, da war das, oh Mensch, hier 3 Kinder, ist das schön und so weiter. Und dort müssen wir auch wieder hinkommen. Kinder müssen willkommen sein, Kinder müssen quasi gut erzogen werden, aber vorrangig durch die Eltern. Vorrangig durch die Eltern, wir wollen nicht... Honecker hat das gesagt. Wir wollen die Hoheit über die Kinder wetten. Und das machen Sozialisten und Kommunisten immer. Sozialisten und Kommunisten wollen Kindern schon im kleinsten Alter, im niedrigsten Alter, wollen die denen schon ihre Ideologie aufoktroyieren, einprügeln und so weiter und so fort. Und wir sagen, die letzte Entscheidung, was mit meinem Kind passiert, haben die Eltern. Haben die Eltern und nicht der Staat. Gender-Ideologie. Oh, gut, brauche ich gar nichts erzählen. Es gibt keinen ernstzunehmenden Wissenschaftler, Biologen, der sagt, es gibt mehr als 2 Geschlechter. Gibt es nicht. Es gibt auch nur 2 biologische Geschlechter. Es gibt natürlich, selbstverständlich, in einer, sag ich mal, Promillezahl, gibt es Menschen, die mit beiden Geschlechtsmerkmalen quasi auf die Welt kommen. Aber das ist die absolute Ausnahme. Und natürlich möchte ich auch nicht, dass irgendjemand zu mir sagt, oder ich möchte nicht Professor Rux oder Professor Rix
und Sternchen und irgendwelches abgehackt. Deswegen habe ich sie auch nicht mit liebe BesucherInnen begrüßt. Weil die deutsche Sprache, und ich habe schon einige Fremdsprachen angefangen zu lernen. Französisch, Italienisch, Spanisch und überall, immerhin lerne ich Spanisch, weil ich bald nach Chile fliege, und überall gibt es das sogenannte generische Maskulinum. Das heißt, überall in jeder Sprache ist es so, dass wenn es eine gemischte Gruppe gibt, dann wird immer sozusagen der männliche Plural verwendet. Das ist nicht nur bei uns so. Das ist in fast allen Sprachen, also allen Sprachen, die ich angefangen hatte zu lernen, ist das so. Und nur dann, wenn es eine Frauengruppe ist, dann nimmt man sozusagen das, den weiblichen Plural. Und deswegen ist es auch keine Missachtung der Frauen, wenn ich zum Beispiel sage, die Bäcker, die Bürger und so weiter, weil letztendlich die Frauen sind immer mit inbegriffen. Und ich kann es nicht, das ist so. Das ist so. Ja, man versucht uns zu erzählen, dass es anders wäre, aber das ist die deutsche Rechtschreibung. Ich habe das noch gelernt. Es wird aber nicht mehr propagiert. Natürlich wollen wir diese Gender-Ideologie zurückbringen. In Deutschland gibt es 186 Professorenstühle, sagt man so, Professoren? Ja, ja. Für Gender. Und acht für Kernphysik. Wir werden das genau umdrehen. Bis auf 8 runter und die letzten 8, die schaffen wir auch noch ab. Also, weil. Viktor Orban hat alle Professorenstühle sozusagen für Gender abgeschafft. Gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Und das werden wir auch so durchsehen, weil das ist eine Scheinideologie. Das ist eine sozialistische Ideologie, weil die Sozialisten und die Kommunisten wollen schon immer alle Bindungen zerstören. Sie wollen die Familienbindung zerstören. Die wollen, dass sie darüber nachdenken, wer bin ich? Bin ich jetzt eine Frau? Oder bin ich ein Mann? Oder bin ich Hermaphrodit? Oder bin ich irgendwas anderes? Das wollen die. Die wollen sozusagen, die wollen an die Wurzel, die wollen alle Bindungen zerstören. Die wollen, dass sie sich über irgend so einen Schwachsinn Gedanken machen und nicht darüber Gedanken machen, wie sie ihr Leben frei, selbstbestimmt gestalten können. Die wollen die Familienbindung sozusagen zerstören. Die wollen die Bindung zwischen hier zum Beispiel in so einer Gemeinschaft zerstören. Die wollen die nationale Bindung zerstören. Weil wenn die Menschheit, und das gelingt ihnen glücklicherweise nicht, wenn die Menschheit eine große graue Masse aus nur noch Einzelwesen wäre, dann kann man ihnen eine neue Gesellschaftsordnung viel besser überstülpen, als wenn sich Menschen so wie hier treffen und sagen, nee, das wollen wir nie, das wollen wir nie. Wir wollen das, wir wollen in die Richtung gehen und nie in die Richtung. Und so weiter. Und deswegen ist denen das natürlich ein Dorn im Auge. Geschlechtsumwandlung für Minderjährige. Wir werden das verbieten. Und das ist absolut irre. Es ist noch nicht abgestimmt, es kommt zur Abstimmung. Es war in der ersten Lesung schon dieses sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Dort steht drin und die FDP macht damit, die sind sogar die Treiber, dass sie als 14-Jähriger, also ein 14-jähriges Kind, kann zum Arzt gehen, kann sagen, ich möchte mein Geschlecht umwandeln. Und wenn die Eltern richtigerweise sagen, nein, tu es nicht, dann kann das Kind sich einen Vormund, sozusagen einen gerichtlichen Vormund bestellen und der setzt das dann durch. Das heißt, gegen den Willen der Eltern können Kinder umgewandelt werden. Und vor allen Dingen Kinder in diesem Alter, die werden mir recht geben, dass man zwischen 14, 18 bis 20 irgendwie in der Pubertät ist und dort will man sowieso, da weiß man sowieso nicht, wer man ist, weil die Hormone spielen verrückt. Dann will man irgendwie dazugehören und früher hat man sich, um dazuzugehören, hat man sich einen Arschgeweih stechen lassen oder irgendwas oder einen Ohrring und so. Und jetzt, das ist das, was sie wollen. Die wollen einfach, das ist jetzt in, das ist jetzt hip und jetzt lasse ich mir meine Brüste entfernen oder ich lasse mir meinen Penis entfernen, um dann sozusagen jemand anders zu sein. Und sehr viele bereuen das im Alter. Ich weiß, dass es in den Vereinigten Staaten gibt es eine junge Frau, die ihre Eltern verklagt, weil die ihr das sozusagen gestattet haben, das zu tun, bevor sie 18 war, und die verklagen sie jetzt.
Und es gibt genügend auch, die auch an die Öffentlichkeit gegangen sind, während dieser Diskussion, gerade in den Vereinigten Staaten, die wirklich Dankesvideos an ihre Eltern, hat sich bedankt, aber haben das eben auch öffentlich gemacht, dass sie denen das damals ausgeredet haben. Weil die werden todunglücklich werden. Gut, also wir werden das verhindern, wir werden das verbieten. Wenn das jemand unbedingt machen will, dann soll er es dann tun, wenn er denkt, er ist im falschen Körper geboren. Aber wirklich erst dann, wenn er quasi auch wirklich die Folgen wirklich übersehen kann. Ja? Gut, gesundheitliche Eigenverantwortung stärken. Körperliche Unversehrtheit gerne garantieren. Jedwede Impfung. Egal ob gegen Corona, gegen Typhus, gegen Masern, vollkommen egal, wird es mit uns nicht geben. Jeder muss selbst, die Eltern müssen selbst entscheiden dürfen, ob sie ihrem Kind sozusagen solche Injektionen, solche Spritzen geben lassen. Ich habe mal eine Frage, was ist mit Kinderkrankheiten, die eigentlich, ich denke mal, andersfällig sind, oder? Bitte? Mit Kinderkrankheiten, die eigentlich andersfällig sind. Wo man sagt, es wäre vielleicht doch besser, Kinder impfen. Also ich kann nicht ganz kurz darauf eingehen. Mache ich. Gehe ganz kurz darauf ein. Sie wissen wahrscheinlich, haben sich damit beschäftigt, wissen, dass es letztendlich ein Immunsystem benötigt, um auf diese Krankheitserreger zu reagieren und dann Antikörper zu entwickeln, auszubilden. Die ersten Spritzen für Kleinkinder werden, glaube ich, nach der 6. oder nach der 8. Woche gegeben. Glauben Sie, ganz ehrlich, ich weiß, man erzählt uns alles, glauben Sie, dass ein Kind nach 6 Wochen ein Immunsystem hat, wo es auf diese Krankheitserreger reagieren kann? Und dann Antikörper. Das ist die große Frage. Ist das wirklich ein Impfprogramm, um Kinderkrankheiten zurückzudrängen? Oder ist es in dem Alter zumindest, ist es einfach nur die Interessen der Pharmalobby? Einfach mal überlegen. Aber es gibt ja zum Beispiel keine Impfpflicht. Es gibt ja zum Beispiel keine Impfpflicht, zum Beispiel für Keuchhusten, für Diphtherie und so weiter und so fort. Aber es gibt eine Impfpflicht für Masern. Wissen Sie, wie viele Masernfälle quasi auftreten? Überhaupt. Nicht die dramatisch sind, sondern überhaupt. Das ist 0,000 Teil der Bevölkerung. Dr. Neudorfer? Einspruch. Gerne. Euer Ehren. Ja, selbstverständlich. Es gibt diese STIKO und von Medizinern ist ja für bestimmte Erkrankungen eine Impfpflicht vorgesehen. Ja. Und wenn Sie die Impfpflicht, Sie hatten das vorhin gesagt, bei Masern abschaffen würden, dann wäre natürlich die Zahl der Fälle riesengroß. Und ich meine, wir haben in der DDR bestimmte Punkte als Impfpflicht gehabt. Das war nicht dusselig. Und da waren keine Profitinteressen der Pharmabranche im Spiel. Wichtig ist doch nur, dass wir sagen, die Impfpflicht bei Corona, die ist völlig widersinnig. Und das kann man aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht machen. Aber generell die Impfpflicht bei bestimmten Erkrankungen abzuschaffen, das halte ich nicht für sinnvoll. Und das ist ja auch fixiert im Bundesfachausschuss Gesundheit. Die haben sich ja festgelegt und das ist ja auch so abgestimmt und so wie es vom Bundesfachausschuss Gesundheit festgelegt ist und auch beschlossen wurde auf dem Parteitag, an diese Richtlinien sollten wir uns auch halten. Gut, okay, dann möchte ich dazu was sagen. Dann möchte ich gerne etwas dazu sagen. Wenn eine Impfung sinnvoll ist, dann wird jeder Vater, jede Mutter das freiwillig machen. Dazu braucht es keine Pflicht. Und ich hatte extra gefragt nach der Anzahl der Masernerkrankungen. Ich habe nicht gesagt, ich habe nicht gefragt, wie viele dramatische Fälle es gab. Und oder gäbe würde sozusagen, wenn Sie sich anstecken mit Masern, dann entwickelt quasi der Körper Antikörper. Ob er nun geimpft ist oder nicht. Ich zum Beispiel konnte gar nicht geimpft werden, oder ich
bei mir hat man es mehrmals versucht, hat quasi, dann kriegt man ja so einen Husten und so weiter, das ging bei mir gar nicht. Das heißt, ich bin nicht gegen Masern geimpft. Es gibt also genügend Menschen sowieso schon in Deutschland, die nicht gegen Masern geimpft sind. Ich finde es aber dramatisch, wenn man die Eltern dazu zwingt, so eine Impfung zu machen, weil sonst die Kinder nicht in irgendeine Kita dürfen. Das ist, ich meine, wir können darüber nochmal diskutieren und auch mit Ärzten, mit Fachleuten und so weiter, können wir gerne tun. Aber wenn eine Impfung sinnvoll ist, dann wird sie jeder freiwillig machen. Dann werden Eltern, werden Vater und Mütter ihre Kinder da impfen. Das ist vollkommen klar. Ich möchte diese körperliche Unversehrtheit möchte ich einfach nicht einschränken. Mit was auch immer. Und diese ganzen Impflichen, die es früher gab, die mit, ist egal. Gut, da unterhalten wir uns nochmal. Wir wollen auf jeden Fall die ganzen Impfopfer, erstmal wollen wir die Impfopfer natürlich alle entschädigen, die müssen entschädigt werden. Die müssen alle entschädigt werden, die quasi sich haben quasi überreden lassen, die den gesellschaftlichen Druck unter Umständen nicht standgehalten haben und einfach wieder in die Gaststätte gehen wollten, einkaufen gehen wollten und so weiter. Und es gab einige. Ein paar Idioten haben es mit einer Bratwurst sich überreden lassen. Gut, okay. Aber Entschuldigung, wenn ich das sage. Also wie kann man so blöd sein, sich für eine Bratwurst quasi die Impfung reinzulassen? Okay, und vor allen Dingen muss das geschehene Unrecht juristisch aufgearbeitet werden. Es kann nicht sein, dass Grundgesetz es ist. Das Grundgesetz ist die Öffentlichkeit. Grundgesetz ist dafür geschrieben worden, um den Bürger zu schützen vor dem Staat, nicht andersrum. Es gibt kein Gesetz, was den Staat vor dem Bürger schützen muss. Wenn der Staat eine ordentliche Politik macht, wenn die Regierung eine ordentliche Politik macht, brauchst du vor dem Bürger keine Angst haben. Das ist einfach so. Aber der Staat sozusagen wird eingeschränkt und dieses Unrecht, dass man einfach das Grundgesetz ausgehebelt hat, dass man einfach grundgesetzlich garantierte Freiheitsrechte, Bewegungsrecht, Recht auf Schulbildung, Recht auf körperliche Unversehrtheit, dass das quasi eingeschränkt wurde, das muss juristisch aufgearbeitet werden. Und ich habe letztens erst wieder ein Video gesehen, da hat jemand den Herrn Kretschmer gefragt, sind Sie denn bereit, können Sie das jetzt hier und sagen, die zivilrechtliche, die strafrechtliche und die moralische Verantwortung zu übernehmen, was Sie und Ihre Regierung während der Corona-Zeit gemacht haben? Frank Liske aus Görlitz. Aha, gut, du kennst ihn. In Reichenbach, ja, wo das. Und er, der Herr Kretschmer, hat gesagt, das bringt uns doch jetzt nicht weiter, können Sie das nicht mal ruhen lassen? Nein, wir werden das nicht ruhen lassen. Jede Strafkraft, die das getan wurde, gegen die Freiheit muss aufgearbeitet werden und die muss auch ihre Konsequenzen haben. Und was wir als erstes als AfD-Landesregierung machen werden, werden wir natürlich sofort, so wie das die Österreicher, aber auch andere Staaten, Kroatien zum Beispiel, gemacht haben, jedwedes Strafverfahren, jedwedes Bußgeldverfahren wird sofort eingestellt, weil irgendjemand die Corona-Maßnahmen nie eingehalten hat und alle Bußgelder werden zurückgezahlt. Sofort. Kriegst du dein Geld zurück. Okay, also Bildung. Je dümmer Untertanen, nenne ich es jetzt mal, sind, desto besser lassen sie sich lenken. Das ist vollkommen klar. Deswegen müssen wir natürlich in die Bildung investieren und die muss von Ideologie und Zensur befreit werden. Mein Thema zum Beispiel, also Klima- und Energiepolitik, da werden sozusagen die kritischen Stimmen, die kritischen Wissenschaftler werden an den Universen gnadenlos benachteiligt, die kriegen keine Forschungsgelder und so weiter und so fort, deren wissenschaftliche Erkenntnisse werden nicht veröffentlicht und so weiter. Und das werden wir natürlich ändern. Und dazu könnten wir natürlich auch, beziehungsweise das steht bei uns im Programm auch schon drin, dass wir sozusagen die sogenannten Erstmittel der Universität erhöhen und die Drittmittel eindampfen, einschränken. Man kann sie theoretisch auch ganz abschaffen. Heutzutage ist es so, dass die Universitäten also mit ganz wenig Erstmitteln ausgestattet sind und deswegen immer Forschungsgelder beantragen müssen. Und das ist schon, ich habe schon im Jahre 2012, 2013, wenn ich mich über Klima unterhalten habe, also ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema, habe ich gesagt, es ist so absurd, dass heutzutage, habe ich immer ein überspitztes Beispiel natürlich gebracht, wenn Sie zum Beispiel Biologe sind und Sie möchten das Sexualverhalten der Ratten
untersuchen. Da werden Sie dafür wahrscheinlich keine Forschungsgelder bekommen. Wenn Sie aber in den Antrag auf Forschungsgelder reinschreiben, ich möchte das veränderte Sexualverhalten der Ratten im Zuge des Klimawandels, erforschen, dann werden Sie diese Forschungsgelder bekommen. Das ist vollkommen klar. Genau. Also wir wollen, vor allen Dingen wollen wir, dass auch das Bild sozusagen, wie sozusagen Kinder und Jugendliche sich entwickeln müssen, in Anführungsstrichen, wollen wir verändern. Ich kann mich erinnern, im Moment ändert sich das gerade so ein bisschen. Aber vor 3, 4, 5 Jahren war es noch so gewesen, oder sagen wir vor 10 Jahren, war es noch so gewesen, dass es so vorherrschende Meinung war, wenn mein Kind kein Abi macht, ja, dann ist es blöd. Ne? Und das darf nicht sein. Wir müssen sozusagen in der Gesellschaft das Bild des wertschöpfenden Menschen wieder höher stellen. Jeder soll das machen in seinem Leben, damit Geld verdienen, was er möchte, wo er quasi gut geeignet dazu ist, und jeder muss quasi an seinem Platz die Gesellschaft voranbringen. Und wenn jemand sagt, ich arbeite gern mit den Händen, ich will Maurer werden, ich will Tischler werden, ich will Zimmerer werden, ich will Stuckateur werden, dann ist das, muss der genauso gut gestellt werden in der Gesellschaft, wie diejenigen, die studieren. Ja, die studieren. Gut, und dann selbstverständlich muss das sein. Und wir dürfen auch nicht das Bildungsniveau, wir haben in Sachsen immer noch das höchste Bildungsniveau, glücklicherweise noch, der gesamten Bundesrepublik. Das ist gut, aber auch hier passiert Folgendes, dass man sagt, okay, wir haben jetzt so viele Migranten, wir haben jetzt so viele Flüchtlinge, wir müssen quasi das Bildungsniveau absenken, damit die letztendlich mitkommen. Nein, das müssen wir nicht. Wir müssen das Bildungsniveau halten und wir müssen das erhöhen. Wir müssen auch zum Beispiel die Zugangsvoraussetzungen fürs Gymnasium müssen wir erhöhen. Es bringt nichts, wenn, sag ich mal, 50% derjenigen, die ans Gymnasium gehen, die vielleicht mit 2,5 oder 2,8 ans Gymnasium gegangen sind, dass die dann abbrechen, dann sowieso wieder zurückgehen. Man kann, es gibt auch Kinder, die zum Beispiel erst in der 8. Klasse mit 14, 15, wo es plötzlich Klick macht, und dann werden die plötzlich extrem intelligent, klug, und dann kann man quasi nach der 10. Klasse, kann man dann eben den anderen Bildungsweg gehen, dann kann man auch das Vollabi machen, man kann natürlich auch ein Fachabi machen, jeder nach seiner Fassung, jeder nach seiner, wie er es möchte und vor allen Dingen, was er für Voraussetzungen hat. Und niemand darf schlechter gestellt sein. Die Putzfrau hat genau den gleichen Stand in der Gesellschaft, muss den gleichen Stand in der Gesellschaft haben wie ein Professor. Und vor allen Dingen wie ein Genderprofessor. Also, wir wollen auch die duale Ausbildung stärken. Wir wollen zum Beispiel, das schwebt mir jetzt vor, es gab, und das ist ja letztendlich das, was man bei diesem Fachabi schon macht, da gibt es eine bestimmte Ausrichtung. Ja, da gibt es zum Beispiel Fachabi mit Ausrichtung Soziales, da gibt es Fachabi mit Ausrichtung Handwerk und so weiter. Man kann auch, das gab es zu DDR-Zeiten, nicht Fachabi nannte sich das, sondern man kann eine Berufsausbildung machen und gleichzeitig das Abi dazu. Also Berufsausbildung mit Abitur, das kann man machen. Und wir wollen sowieso, das steht jetzt bei uns hier nicht im Programm, aber es steht in der, weil es eben, Bildung ist eben Ländersache, wir wollen auch, das wird in unserem Wahlprogramm dann drinstehen, das ist kein Geheimnis, wir wollen auch, dass die Kinder zum Anfang länger zusammenlernen. Das ist sozusagen der Weg aufs Gymnasium, also wo es sich dann trennt, das ist länger. Also richtig, hundertprozentig haben wir uns noch nicht festgelegt, aber 7., 8. Klasse, dass die Kinder 7, 8 Jahre zusammen lernen und erst dann gibt es eine Splittung in Realschule und Gymnasium. Gut. Ganz kurz noch, das ist der 10. Punkt, und da das 10 Punkte bloß sind, das ist der letzte Punkt, und dann können wir uns unterhalten. Meisterausbildung muss und wollen wir kostenfrei machen. Wir wollen, wenn jemand... Wenn jemand sich nochmal sozusagen auf den Hosenboden setzt und nochmal sozusagen diesen Weg geht, und lernen ist nicht einfach. Lernen ist anstrengend. Ne? Und wenn jemand das neben seiner Arbeit auch noch macht, dann soll das nicht kostenfrei sein. Gut, Bildungsstand, Bildungsfähigkeit bei der Einwanderungspolitik. Das heißt, wenn jemand hierher kommt,
und er spricht kein Wort Deutsch. Dann können wir das sozusagen, dann wollen wir das natürlich nicht. Und wir wollen auch in der Bildung, aber das ist, wie gesagt, das wäre dann schon wieder Landespolitik, wir wollen auch nicht, dass zum Beispiel iranische Kinder, irakische Kinder, afghanische Kinder, wo quasi der Status noch gar nicht geklärt ist, wie lange die da bleiben, die brauchen keine deutsche Schulbildung. Wir brauchen keine deutsche Schulbildung. Da wollen wir, Ukrainer, wir wollen quasi, dass die in anderen Klassen sozusagen in ihrer Muttersprache quasi Bildung erfahren. Bildung sollen sie erfahren, aber sie sollen nicht sozusagen dafür sorgen, dass das Bildungsniveau in den eigentlichen Klassen oder in den Klassen, wo unsere Kinder drin sind, dann nach unten geht. Das wollen wir. Gendersprache wollen wir den Behörden verbieten. Wenn jemand denkt, er müsste sich zu Hause quasi stotternderweise unterhalten, kann er das gerne machen. Aber wir wollen es nicht in den Behörden, wir wollen nicht, dass es irgendjemand aufgezwungen wird. Und ich kann mich erinnern, mein Cousin, das ist schon ein paar Jahre her, 5, 6 Jahre mindestens, der hat katholische Theologie studiert in Leipzig und hat seine Klausurarbeit zurückbekommen, weil sie nicht gendergerecht geschrieben hat. Katholische Theologie. So weit sind wir schon. Genau. Und wir wollen Deutsch als Landes- und Bildungssprache im Grundgesetz festschreiben. Das gibt es in so gut wie jedem anderen Land, europäischen Land zumindest, dass quasi die Sprache, die Landessprache im Grundgesetz letztendlich auch verankert ist. Und das wollen wir auch. Haben wir schon mal einen Antrag dazu gestellt. Die CDU hatte auch schon mal einen Antrag dazu gestellt. Unseren Antrag haben sie abgelehnt. Wir haben ihrem zugestimmt, aber es hätte 2/3 benötigt und im Moment sitzen noch zu viele Sozis und Kommunisten im Bundestag, aber das werden wir bald ändern. Ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Wenn noch Fragen sind, würde ich bitten, dass Sie die uns jetzt stellen. Wie gesagt, Timo steht auch zur Verfügung für. Genau. Achso, das war nicht noch was. Kann ich da machen. Also, genau, sehr gut. Sehr gut, Cordula. Ist jetzt hier quasi meine Lieblingskarminzerin. Kann man so sagen? Kann man durchaus so sagen. Also, ich habe den Punkt die. 11 noch. Bitte? Ich habe den Punkt 11 noch. Sie haben den Punkt 11. Wir machen erstmal das. Jede Partei braucht Mitmacher. Dieses Land braucht Mitmacher. Am 9. Juni sind Kommunalwahlen. Und deswegen bitte ich Sie, wir haben einige Städte, einige Dörfer, einige Gemeinden, wo wir so gute Prozente bei den letzten Wahlen bekommen haben, dass wir 3, 4, 5 Leute in den Gemeinderat schicken können, aber haben manchmal bloß 1 oder 2 Kandidaten. Deswegen bitte ich Sie, Sie müssen nicht in die AfD eintreten. Bei uns stehen auch genügend Parteilose auf den Listen. Kandidieren Sie bei sich zu Hause in der Gemeinde für die AfD. Ich habe heute oder gestern erst ein Video produziert. Die Zeit des Dilettanten, sozusagen unser Schicksal übernehmen, die muss vorbei sein. Es muss, die Zeit ist nicht nur das, sag ich mal, eine andere Politik auf Landes- und Regierungsebene eingeführt wird, beziehungsweise wir der zum Sieg verhelfen, sondern wir müssen auch auf kommunaler Ebene pragmatische Politik, vernunftgeleitete Politik, ideologiefreie Politik und im Interesse der Menschen, die letztendlich in der Gemeinde wohnen. Sie können als Gemeinderat oder als Kommunalpolitiker, sag ich mal insgesamt im Kreistag oder in der Gemeinde, können Sie mitentscheiden, Asylbewerberheim, Sie können mitentscheiden, werden hier irgendwelche Windanlagen in Ihren Wald gebaut? Nee. Sie können mitentscheiden, ob Ihre Steuern für irgendwelche Infrastrukturprojekte ausgegeben werden oder für irgendwelche demokratiefeindlichen Demokratieprojekte und so weiter. Und deswegen bitte ich Sie, Sie sind diejenigen, die hier sozusagen die Basis sind, Sie sind diejenigen, die auf der kommunalen Ebene pragmatische, vernunftgeleitete und Politik im Interesse der eigenen Bürger durchsetzen können. Und deswegen bitte ich Sie, gehen Sie in sich, wenn Sie sagen, okay, ja, tue ich mir an, mache ich, werden Sie natürlich von uns geschult, welche Rechte, welche Pflichten haben Sie und so weiter. Also Sie werden da nicht alleine, Sie werden da nicht ins... In der letzten Legislaturperiode war es
teilweise so, dass man die Leute sich vorkam wie ins kalte Wasser geworfen wurden. Allerdings haben wir gelernt und es gibt Ausbildung, es gibt Bildung dafür, es gibt quasi Schulungen dafür, was darf man, was kann man, wie schreibt man einen Antrag, wie schreibt man eine Anfrage und so weiter und so fort. Das gibt es alles, deswegen also geben Sie sich einen Ruck und melden sich in einem unserer Bürgerbüros, also entweder in Kamenz, in Hoyerswerda oder in Bautzen, und dann treten Sie für uns an. Und im März ist die Aufstellungsversammlung, das heißt, Sie müssten relativ schnell darüber nachdenken. Gut, okay.